Hey Leute, ich bin's hier, eure Sabrina. Und ich habe heute Foxfire gesattelt. Das ist halt ein Mustang. Und es ist ein Rotschimmel. Der ist ja heute neu mit dem Patch reingekommen. Und ich habe ihn mal dann gleich gekauft, ne? Und wie ihr sehen könnt, ist er auch ganz schick. Und wie sich's im Western-Style für Mustang gehört, habe ich ihm halt auch mal das stilvolle Set draufgepackt. Mit der Schabracke und dem Sattel und der Trense. Die hat ein bisschen Bling-Bling halt dran. Und jetzt leveln wir ihn einfach mal ein bisschen. So, mal gucken, wie er sich dann so auf der Strecke verhält, ne? Wie ihr seht, ist er halt Level 1, ganz frisch. Mal gucken, wie er so halt auch über die Hindernisse geht, ne? Also er zieht halt schön die Beine im Sprung halt auch an. Natürlich wird das keine neue Bestzeit, ist ja klar. Aber somit sind wir schon mal ganz gut dabei, ne? So. Und schon haben wir fast ein Level fertig. Hier sind natürlich, wie ihr sehen könnt, auch noch ein paar andere Mustangs unterwegs. Ein Gescheckter, der Braune. Die Blauschimmel sind hier sogar vertreten. Sogar ganz viel. Da ist es ja gut, dass ich halt mit dem Rotschimmel angefangen bin. So, dann machen wir gleich weiter mit dem nächsten Rennen. Hoppi, Galoppi und los geht's. Also wir haben ja ganz ordentlich Starcoins letztes Mal auf den Kopf gehauen. Wir haben ja einfach alle drei Modelle gekauft gehabt. Also ordentlich was ausgegeben. Und jetzt wird erstmal gespart. Und die ganzen Pferde müssen ja auch jetzt erstmal trainiert werden, ne? Und er läuft und läuft und läuft. Ist das nicht süß? Damit haben wir das auch schon abgeschlossen. Und er ist Level 2. Dann machen wir hier auch sofort weiter. Dann geht es vielleicht schon auf Level 3. Mal gucken. Habt ihr euch auch einen von den neuen Mustangs gekauft? Falls ja, lasst doch mal einen Kommentar da und schreibt mal unten rein, was ihr euch für einen gekauft habt. Ob es halt der Blauschimmel, hier der Rotschimmel oder vielleicht auch sogar der gepunktete, der so wie kleiner Onkel von Pippi Langstrumpf aussieht, ne? Also schreibt einfach mal unten rein. Oder falls ihr auch mal einen plant, von diesen neuen Mustangs zu kaufen, welche Farbe ihr dann kauft, schreibt einfach mal unten rein. Und das würde mich mal interessieren. Weil, wie gesagt, ich konnte mich halt nicht entscheiden und habe dann einfach alle drei gekauft. Aber es ist ja nicht so, dass ich jedes Mal so viele Pferde auf einmal kaufe. Es ist ja immer nur so peu à peu, wie ich gerade die Starcoins halt dafür habe. So. Neue Bestzeiten gibt es hier natürlich nicht, das ist ja klar. Und dann haben wir das auch geschafft, auch schon wieder ein halbes Level.
das geht hier ja rucki-zucki. Und das Pole-Bending. Auf geht's. Na los, komm, komm, komm. Rum. Und dann haben wir das auch geschafft. So. Dann sind wir hier schon mal durch. Und wo machen wir dann weiter? Ich habe ja hier erst vorher noch ein bisschen mit Royal Pirate gelevelt gehabt. Ach, wir nehmen den Transporter und lassen uns dann nach Firegrove bringen und machen da dann weiter. Firegrove, genau, da wollen wir hin. Erstmal gegen den Baum und überall gegen hier rum, rum, rum. Lauf! Hü! Also das Modell hier, der Rotschimmel, der läuft halt auch so wie die anderen schon davor. Da gibt es halt keine großen Unterschiede. Außer halt, was die Farbe angeht. Er springt halt so wie eine Gazelle, zieht die Beinchen halt auch schön an. So, wir haben es hier ja gleich geschafft mit unserer ersten Runde. Läuft halt auch sehr flüssig, ohne irgendwie jetzt großartig zu verweigern. Springt ganz artig halt. Und dann sind wir auch schon im Ziel. Hat er schon wieder ein Level up. Geht ganz schnell. So. Auf geht's mit der nächsten Runde. Seid ihr schon mal halt im Real Life auf dem Mustang geritten oder auf dem Quarter Horse oder auf dem Paint?
Lasst doch mal dann auch unten einen Kommentar da, was ihr dann schon geritten seid. Also ich selber bin schon einen American Quarter Horse und einen Paint Horse geritten. Das war in Nordrhein-Westfalen auf der Sunaway Ranch. Da habe ich dann mal so einen Kurs mitgemacht im Westernreiten, weil ich bin ja normal halt Englischreiter und mein Schimmelchen, was ich halt im Stall stehen habe, der ist halt auch mehr Englisch, Dressur ausgebildet. Und das war dann mal eine nette Abwechslung. So, mal gucken, ob wir hier jetzt die Kurve kriegen. Nein, natürlich nicht. Nein, 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 nein. Komm, 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 komm. Oh, da sind wir jetzt runtergerutscht. Jetzt zick hier nicht rum. Lauf. Hü. Wir wollen hier ja nicht nochmal das Ganze machen, also höher. Wie habe ich ihn noch vorhin gelobt? Er macht das alles so schönartig und springt überall rüber. Mitdenken tut er nicht hier. Das war natürlich dann auch wieder mein Patzer mit dabei, dass wir so langsam sind. Aber wie gesagt, also er lässt sich hier flüssig halt reiten. Ohne jetzt größere Schwierigkeiten zu machen. Ich würde sagen, wir reiten dann auch gleich einfach unser erstes Championat einfach mit. Wir haben eine neue Bestzeit geschafft. Okay. So, da sind wir mal schon mal Level 3. So, dann mal auf zum Transporter. Na komm hier, hoch hier. Wieder unsichtbare Berge, wo du nicht hoch willst. Dum, 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 dum. Auf in den Transporter. Los jetzt. Auf zur Reitarena und von da aus dann ab nach Golden Hill. Oh, war in Goldblatt jetzt überhaupt ein Championat oder war es New Hillcrest? Das bin ich ja hier gleich total falsch. Nee, es ist New Hillcrest. Da bin ich ja hier total falsch.
Wo ist es denn jetzt? Da zum Hochland. Mein Fail natürlich wieder total falsch geportet. Hab gedacht, im Goldblatt geht's schon los. Und dann nehmen wir halt hier hinten den anderen blauen Transporter. Dann hier auf nach New Hill Quest-Stall. Genau. Und dann flitzen wir mal das schnell zum Anmelden hin. Dann nehmen wir mit einem Level 3er Pferdi am Championat teil. Die ganze Ausrüstung, die wir halt tragen, die ist dafür schon geeignet. Oh, jetzt müssen wir uns hier aber sputen. Ja, wir möchten teilnehmen. Ja. So, da haben wir ja echt noch Glück gehabt mit unserem Verporten, dass wir hier mit teilnehmen können. So wie es aussieht, haben wir auch hier den einzigen Mustang. Was sind die anderen hier alle? Mal gucken wir mal. Level 14 vom Pferd, Level 15, nochmal ein 15er. Gucken wir da hinten mal, auch ein 15er. Was haben wir hier? Ein 14er, 14er, 8er. Okay, der 8er ist ja schon mal ganz gut. Ein 15er, okay, alles klar. Wir sind hier Außenseiter. Ach, wir wünschen dann auch mal allen viel Spaß. Viel Spaß und viel Glück. So, und dann machen wir den Chat wieder zu. Mann, wo kommen die ganzen Leute denn auf einmal hierher? Die waren doch gerade alle noch nicht da. Okay, also wir sind in der zweiten Wettbewerbsgruppe gekommen. Das sieht ja schon mal ganz süß aus. Also hier Vierer und Fünfer. 14er, 14er, okay. 15er, alles klar hier, Mädels, ne? Wir sind hier die Außenseiter, ne? Also ganz klar mit unserem Dreierpferdi hier, ne? Aber wir werden das schon schaukeln. Solange wir nicht als Letzter durchs Ziel gehen. Das hoffe ich natürlich nicht, ne? Und da sind wir schon mal ganz gut weggekommen. Na, super abgedrängt hier. Baum, nochmal Baum. Die bösen Bienen.
das sieht ja schon mal ganz gut aus mit den Bienen hier bei uns. Wir haben uns schon mal vom Platz 12 vorgearbeitet hier. Und sind jetzt wieder abgerutscht, hier nach hinten. Na, weil wir ja hängen geblieben sind. Na komm, also das war jetzt ja wirklich nicht nötig, hier noch stehen zu bleiben, ne? Also. Ist das jetzt dein Ernst hier? Wirklich? Gehen wir jetzt echt als Elfter durchs Ziel hier? Aber immerhin sind wir nicht Letzter geworden, ne? Also, beim nächsten Mal läuft's besser. So, wir chillen da erstmal eine Runde. Und wir sind ja auch so viel hängen geblieben. So, gucken wir mal. Also, wir sind Elfter geworden mit unserem Level 3er Pferd. Und das von 16 Teilnehmern. Das ist vollkommen in Ordnung. Jetzt holen wir uns erstmal ein bisschen die Post ab, weil da sind ja wieder die 25 Schilling drin. Dum, 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 dum. Und hier vorne holen wir es uns dann ab. Genau. So, und löschen, weil wir haben ja jetzt die Schillinge. So, wenn wir hier schon gerade in New Hill Quest sind, dann flitzen wir da unten zum Stall und nehmen da auch eben an dem Training teil. Genau, da nehmen wir jetzt erstmal dran teil. Ich bin da richtig abgesprungen. Jetzt vertrollst du mich hier aber mal, hier Fox, ne? Also. Fängt ja schon gut an. Da die Wasserstelle habe ich manchmal Probleme mit, weil da saufen manche Pferde einfach ab.
Teddy. Ne? Ach, da hinten geht's weiter. Okay. Bei dem Schäfchen. Wir sind ja noch ganz gut in der Zeit hier. Na komm schon, komm, 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 go, 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 go. Was leckt das denn jetzt gerade so extrem hier, ey? Gleich mal gucken, ob der Laptop hier wieder irgendwas downloadet, was er nicht downloaden soll. So, da sind wir auf jeden Fall schon mal ganz gut durchgekommen. Da gab es dann auch schon erstmal wieder ein paar Punkte. So, wir reiten dann hier rüber nach Südhof. Und machen noch das Level 4. Und dann machen wir erstmal ein bisschen Pause. Also die Brücke, da ist schon echt praktisch. Dann kann man mal immer hier so schnell hin und her flitzen und braucht dann nicht immer hier außen rum. Und auch, dass unser kleiner Kerl halt hier immer so schön läuft. Also ich habe jetzt hier noch die normale Mähne und den normalen Schweifer. Ich finde das immer halt am schönsten. Hier sehen wir halt schon ein paar andere mit Mustangs hier. So, wir machen dann jetzt hier erstmal die Einsiedlerstrecke. Ja, wir sind bereit hier. Hopp, hopp. Das läuft ganz gut. Also ich bin zufrieden hier mit dem, was er hier ablegt. Komm, Ruyuala. Dann noch die neue Strecke. Ja, die möchten wir auch. Ja, 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 ja. Und go, 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 go hier. Vor uns galoppiert hier ein Morgen. Die gibt aber auch ganz schön Gas hier, ja. Hätte ich nicht gedacht. Haben wir keine Chance, hinterherzukommen, so schnell wie die ist. Dabei sind wir ja fast gleich gestartet. Also es macht ja echt schon einen Unterschied von, ob das Pferd gelevelt ist oder nicht, ne? So, dim, 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 dim. Und wir haben es geschafft. Yay!
gucken wir mal, was ihr Pferd gewesen ist. Okay, 13. Der ist wirklich schon ein bisschen schneller als unser. So, wir haben Level 4 geschafft. Und wir machen jetzt hier erstmal ein bisschen Pause. Unser Fox muss sich erstmal ein bisschen erholen. Ich möchte noch gerne einen Kaffee trinken und allem. Und dann melde ich mich einfach später wieder, wenn ich dann den Fox weiter trainiere. Also, bis dann!